Ich freue mich, dass du wieder mit uns dabei bist. Ein neues Kraftwerk. Und der Gedanke heute heißt, bleib ruhig, Gott hat einen Weg. Als am Ende des Zweiten Weltkrieges die Kommunisten China überrannten, wurden alle Missionare der China-Inlandmission gefangen genommen und hinter dem sogenannten Bambusvorhang eingesperrt. Auch Arthur und Wilda Matthews versuchten noch am 3. Januar 1951 ein Ausreisevisa zu bekommen, vergeblich. Im Abstellraum ihrer Küche hatten sie sich eine kleine Gebetsecke eingerichtet und hier verharrten sie oft in ihrer Angst und ihrer Not, von draußen waren Schüsse zu hören, Erschießungskommandos waren auf dem Sportplatz tätig, man hörte die Einschläge, man hörte die Schreie, die Umstände waren unerträglich. Und sie waren oft gelähmt vor lauter Furcht. Es war am 21. März 1951, es war Ostern. Wilda schlich sich in eine Untergrundkirche, aber sie konnte ihren Mund zum Singen nicht öffnen. Nach ihrer Rückkehr setzte sie sich auf die Bank und ihre Finger glitten über die alte Bibel, über die vielen, vielen abgewetzten Seiten. Und sie blieb irgendwie bei 2. Chronik 20 hängen. Und ihre Augen fielen auf den Text: So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Menge. Denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor, schaut euch an, wie der Herr euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt euch nicht. Und dieses Reden Gottes war wie ein Rema zu ihrem Herzen. Sie wusste, Gott hatte zu ihr gesprochen. Gott hielt ihr Leben und das ihres Mannes und der anderen Missionare in der Hand. Sie klammerte sich regelrecht an diese Verheißung. Und 2 Wochen später schrieb sie in ihr Tagebuch, der Kampf war furchtbar, der Konflikt ist aber vorbei. Friede und Ruhe und Glauben haben gesiegt. In den nächsten 2 Jahren musste die Familie Matthews viele gefährliche Momente durchleben. Ihr Baby wurde schwer krank, die Versorgung wurde durch die Kommunisten gestrichen, Hungerszeiten kamen, überall nahm der Druck auf Christen zu. Aber Arthur und Wilda lebten im Gebet und sie legten alle ihre Schwierigkeiten in Gottes Hände. Und sie blieben in diesem tiefen inneren Frieden. Und auf wundersame Weise, als Gottes Zeit gekommen war, wurden alle Missionare der China-Inland-Mission befreit. Nicht einer musste als Märtyrer sterben und als letztes ging das Ehepaar Matthews. Es war wie der Auszug der Kinder Israels aus China. Ihr Lieben, uns geht das auch so. Häufig haben wir gar keine Lösung für die Not, keine Heilung für die Wunden, keine Veränderung der bösen Umstände und wir können auch die Kämpfe nicht gewinnen. Was wir dann tun sollen, ist, wir knien uns hin und wir bitten Gott um seine Hilfe. Wir lassen Gott Raum zu wirken und wir bleiben ruhig und er wird kommen. Ein Bibellehrer hat gesagt, Glaube reißt die Seele aus den Schwierigkeiten direkt hinein in die Gegenwart Gottes und befähigt sie, ganz still zu werden. Wir erreichen nichts durch unsere Ruhelosigkeit und unsere ängstlichen Bemühungen. Ich glaube, er hat recht. Deshalb besteht wahre Weisheit darin, in den schweren Zeiten einfach zur Ruhe zu kommen, still zu stehen und auf Gott zu warten und darauf zu vertrauen, dass er ganz sicher einen guten Weg für dich öffnen wird. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.